Heute lade ich dich ein zu einem Gebet für die Heilung deiner Knochen und Gelenke. Dieses Gebet trägt die Energien der Heilung, welche direkt aus der vollkommenen Liebe von allem, was ist, kommen. Und so bitte ich dich, deine Aufmerksamkeit auf dein Herz zu legen und deine Aufmerksamkeit von außen nach innen in dein Innerstes, in deinen Körper zu legen. Atme in einem Rhythmus, welcher dir gut tut. Und lasse dich mit jedem Atemzug immer tiefer in die Ruhe fallen, immer tiefer in die Entspannung fallen. Denn gleichzeitig, wenn dein Geist sich entspannt, entspannt sich auch dein Körper. Und vielleicht spürst du, wie du mit jedem Atemzug die Wellen der Ruhe und die Wellen der Liebe fühlst. Vielleicht spürst du auch, wie diese Wellen der Liebe durch dich hindurch fließen, wie die Ruhe von Zelle zu Zelle in deinem Körper fließt. So genieße diese Ruhe, denn sie bereitet dich darauf vor, die heilenden Energien aufzunehmen, welche ich jetzt für dich rufen werde. Doch bevor wir beginnen, möchte ich dich bitten, deinem Körper und besonders deinen Knochen und deinen Gelenken die größtmögliche Liebe zu senden, die du im Moment aktivieren kannst. Und so fließt nun deine Liebe in deinen Körper hinein, durch dein komplettes Skelett, von Knochen zu Knochen, von Gelenk zu Gelenk. Und währenddessen du deine tiefste Liebe durch deinen Körper fließen lässt, öffnet sich das heilende Feld von Smarana, das heilende Feld der Liebe, und überflutet dich mit Gottes Liebe. So verbinden sich deine Liebe und Gottes Liebe in deinem Körper. Und Heilung geschieht da, wo sie geschehen darf. Sie geschieht da, wo deine Seele es dir erlaubt. Sie geschieht da, wo es vorgesehen ist. So vertraue, vertraue. Und lasse dich tragen von den Tönen der Wirklichkeit, denn mit jedem Ton wird heilende Energie durch all deine Knochen hineinfließen. Heilende Energie wird deine Gelenke berühren und die Heilung geschieht.
Die Heilung geschieht in der göttlichen Ordnung, so wie es sich gut für dich anfühlt und so weit du dich fallen lassen kannst und vertraust, denn umso tiefer können die Energien zu dir gelangen und umso intensiver für dich wirken. Und nun rufe ich aus dem Universum eine ganz spezielle Energie, welche Heilung für Knochen und Gelenke bringt. Und so lasse dich nun fallen, so tief wie es dir möglich ist, und genieße diese Energie. Sie fließt jetzt zu dir. Die heilende Energie legt sich sanft an die Stellen deiner Knochen und Gelenke, wo Heilung geschehen darf. Vielleicht spürst du, wie die Energien dich berühren. Lass es geschehen, denn es geschieht zu deinem allerhöchsten Wohle und es geschieht in der tiefsten Liebe. In der tiefsten Liebe des All-Einen, welcher über dich wacht, welcher bei dir ist, vertraue
und erkenne, dass du niemals allein bist. Und erkenne, dass dein Körper dich durch das ganze Leben trägt. Erkenne, dass dein Körper so viel für dich leistet. Und nun sende deine Dankbarkeit zu deinen Knochen, zu deinen Gelenken, in jede einzelne Faser deines Körpers. Lasse deine Dankbarkeit fließen. Und so breitet sich das Licht der Dankbarkeit in dir aus. Es vermischt sich mit den Wellen der Heilung und mit den Wellen des Lichtes. Lass es geschehen, denn es tut dir gut. Es tut dir sehr gut. Dein Skelett nimmt all diese Energien mit Freude auf. Und so speichert sich jetzt all dies, all deine Dankbarkeit in deinem Körper ein. Berührt deine Seele, berührt dein göttliches Licht. Und so lasse nun deine Dankbarkeit hinauf zu dem All-Einen fließen. Hinauf in das Universum, in die Frequenzen deiner Herkunft und spüre deine Verbundenheit, spüre die Kraft, welche nun in dich fließt. Es ist die Kraft der Heilung. Der Heilung für deine Knochen und Gelenke. Und so habe ich voller Freude diese heilende Meditation mit dir gesprochen. Das heilende Gebet für Knochen und Gelenke. Es soll dir stets zu deinem allerhöchsten Wohle wirken. So oft du es auch sprichst, die Energien werden sich immer deinem Körper anpassen und für dich da sein. Und so atme noch einmal tief ein und aus und komme dann wieder in das Hier und Jetzt zurück. Entspanne dich, bewege deine Hände und Füße und öffne deine Augen.